Chaosbezeichnung, Zutatenliste, Aufbewahrung. Es ist sehr wichtig, die Lebensmittel richtig aufzubewahren, um später nicht Lebensmittel wegwerfen zu müssen. Auf den Lebensmittelverpackungen beginnen wir einmal mit der Verkaufsbezeichnung. Es handelt sich einfach um eine ganz klare, nüchterne Beschreibung, um was es sich bei diesem Produkt handelt. Wir müssen uns vorstellen, da geht es um Dinge wie zum Beispiel einen Nektar oder einen Fruchtsaft. Ein Fruchtsaft ist zum Beispiel, ich presse eine Frucht oder halte einen Saft. Ein Nektar ist sozusagen Wasser mit Zucker und eventuellen Aromastoffen. Also das heißt, allein diese Verkaufsbezeichnung kann schon einen großen Preisunterschied machen von 100 oder 200% im Geschäft sozusagen. Danach haben wir eine Zutatenliste. Der Verbraucher kann sich sozusagen, die Etikettierung ist natürlich immer auch eine Hohlschuld. In der Zutatenliste finden wir die wichtigsten Hinweise, aus was eben ein Lebensmittel besteht, ob zum Beispiel auch Zusatzstoffe verwendet wurden. Zudem gibt es auch eine Angabe der Anteile. Wenn wir einen Apfelstrudel kaufen oder auch ein Lebensmittel mit einer sehr teuren Zutat, dann sagt uns sozusagen die Prozentangabe, wie viel von dieser teuren Zutat im Lebensmittel drinnen ist. Das ist sehr wichtig bei Fleischprodukten oder auch bei vielen anderen Lebensmitteln. Wir finden auch das Mindesthaltbarkeitsdatum auf den Lebensmitteln, finden Hinweise zur Aufbewahrung, zur Verwendung. Wir finden auch die Losnummer, die insbesondere für die Lebensmittelsicherheit wichtig ist und auf jeden Lebensmittel verpflichtend angegeben muss. Die Losnummer ermöglicht nämlich den Behörden, sozusagen auf den Ursprung des Lebensmittels zurückzukommen, beziehungsweise sogar auf den Ursprung der Zutaten, wo diese herkommen. Die Nährwerte spielen für unseren Lebensstil eine sehr große Rolle. Zum Beispiel wurde auch die Nährwertkennzeichnung jetzt reformiert. Wir finden auf der Nährwertkennzeichnung jetzt viel verständlichere Begriffe. Statt eines Natriums, welches ja sehr schwer verständlich ist für den normalen Konsumenten, es handelt sich daher eigentlich nur um Salz sozusagen. Das ist jetzt viel zugänglicher. Oder die Fettgehalte sozusagen werden nach vorne geschoben, weil in der heutigen, mit unserem Lebensstil sozusagen, spielt der Fettgehalt in Lebensmitteln eine größere Rolle als früher.